Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Stimmst du dem zu? Hast du schon mal einen Film so intensiv erlebt, dass du das Gefühl hattest, du wärst wirklich dort? Du wirst Teil der Welt, die du beobachtest. Aus Perspektive vieler Science-Fiction- und Katastrophenfilme kommt die Bedrohung aus dem Himmel. Das Happy End besteht darin, diese Macht abzuwehren und die Welt so zu bewahren, wie wir sie kennen. Die Bibel beschreibt, dass die eigentliche Bedrohung nicht von außen kommt. Sie geht von uns selbst aus. Aus dem Himmel dagegen kommt nicht die Ursache für unser Problem, sondern deren Lösung. In Filmen gelingt es den tapferen Rebellen, den Kampf um ihre Freiheit zu gewinnen. Doch es gibt noch eine andere Perspektive auf das Ende. Hast du dich schon mal in einen Menschen getäuscht? Vielleicht hattest du einen guten Freund oder eine gute Freundin, die dich verraten haben. Oder aber du hattest ein schlechtes Bild von einer Person und bist nach einer Zeit darauf gekommen, dass du ihr damit Unrecht getan hast. Oft sind es vergangene Erfahrungen, die es uns schwer machen, Vertrauen zu fassen. Manch einer hat gelernt, dass er sich besser auf niemanden verlässt und dass man mit seinen Problemen immer wieder, ja, eigentlich alleine fertig werden muss. Doch gibt es Situationen, in denen wir Hilfe brauchen. An wen wenden wir uns dann? Herzlich willkommen bei Twisted Reality. Schön, dass du wieder dabei bist. Und auch heute bin ich nicht alleine hier im Studio, sondern wir haben wieder tolle Gäste. Und das sind Michelle Krahl. Singen, Lachen und leckeres Essen gehören definitiv zu ihrem Leben. Vor nicht allzu langer Zeit ist sie auf den Geschmack gekommen, die Welt zu entdecken und zu reisen. Eugen Jansen. Auch er liebt es zu reisen, sogar in anderen Ländern zu leben. In St. Petersburg, Mexiko und Barcelona hat er einige Monate während seines Studiums sogar gelebt. In St. Petersburg ist er dann bei minus 20 Grad mit dem Fahrrad über das gefrorene Meer gefahren. Und zuletzt Raphael Burkhardt. Er hat Betriebswirtschaft studiert und studiert zurzeit nun Theologie. In andere Länder zu reisen, um Motivator für andere zu sein, sind nur zwei seiner Leidenschaften. Seine Idole sind unter anderem Arnold Schwarzenegger und Cristiano Ronaldo. Und mein Name ist Fabian. Wenn meine zwei Kinder mich beschreiben würden, dann würden sie sagen, dass ich ein genauso großer Globi-Fan bin wie sie. Für alle Nicht-Schweizer unter uns, Globi ist die erfolgreichste Schweizer Kinderbuchfigur. Schön. Ja, wie merkt ihr, ja, in eurem Leben, dass ihr alleine nicht mehr weiterkommt? An was wird das sichtbar, ja, so für euch? Dass ihr alleine, ihr kommt nicht mehr weiter. Sobald es an den Arztbesuch geht und man muss selber mal anrufen und sich einen Termin machen beim Zahnarzt oder beim Hautarzt oder wen auch immer. Mhm. Früher haben es andere Leute übernommen. Mhm. Und auf einmal ist man erwachsen und muss selbst sich um solche Dinge kümmern. Mhm. Steuererklärung, alles Mögliche, alles, was man früher für selbstverständlich gehalten hat, das übernommen wird, muss man auf einmal selbst machen. Auf einmal will man gar nicht mehr so erwachsen sein. Mhm. Mhm. Und dort, wo ich merke, ich komme an meine Grenzen von meinen Fähigkeiten, also irgendwie, ich kann das nicht, ich habe das noch nicht gelernt oder ja, es muss mir jemand zeigen, wie es geht, sonst ja, komme ich da nicht weiter. Ich glaube persönlich auch, dass eigentlich jeder Mensch irgendwann an Grenzen kommt, ist die Frage halt, werde ich mir das selber auch eingestehen, dass ich hier an eine Grenze komme? Und ich glaube, wir als Christen haben halt den Vorteil, dass wir wissen, hey, da ist ja noch Gott, der uns über diese Grenze hinaus führen kann und wir auch Dinge einfach abgeben können.
Also wenn ihr so in der Situation drin seid, fällt es euch leicht, dann Hilfe von außen anzunehmen? Wie geht es euch damit? Ja, am Anfang nicht, weil ich möchte es immer zuerst selber versuchen. Habe immer so den Anspruch, so den Ehrgeiz irgendwie. Ich möchte das schon selber kennen. Ich möchte nicht immer andere fragen oder dass mir andere helfen, weil vielleicht, wenn ich es nochmal probiere, dann schaffe ich es ja auch selber. Mhm. Und wenn ich dann doch merke, nein, es geht wirklich nicht, dann weiß ich, jetzt brauchst du Hilfe. Aber meistens will ich schon zuerst noch selber versuchen, weil ich einfach wirklich so diesen Ehrgeiz habe, dass ich es vielleicht doch auch selber schaffe. Mhm. Ich denke, es kommt auch auf die Situation an. Ja. Manchmal gibt es ein Problem, vor dem ich stehe, und es wäre peinlich zuzugeben, dass ich Hilfe brauche. Dann will ich auf gar keinen Fall Hilfe annehmen. Das kann ich selbst. Ich bin groß genug, ich bin alt genug. Ich denke, in einer Teenagerphase, mein Bruder und ich, wir hatten mal, sag nichts, wir können das alles. Ja? Wir wissen alles, wir können alles. War nicht so. Wenn wir da Hilfe beanspruchen würden, wäre doof. Aber mittlerweile ist es so tatsächlich, dass man an Punkte kommt, wo man nicht mehr weiter weiß. Und man möchte Hilfe bekommen von jemandem, dem man vertraut. Es ist einfacher für mich, um Hilfe zu beten, einer Person, der ich vertraue, die mich kennt und wo es nicht peinlich ist, nach Hilfe zu fragen. Ja, sei es, keine Ahnung, meine Mutter, ich möchte eine bestimmte Suppe kochen. Und ich habe komplett versagt, sie ist mir viel zu salzig geworden. Was mache ich denn jetzt? Dann rufst du mal schnell die Mutter an oder fragst die Frau oder wen auch immer. Ja? Solche Situationen. Vertrauenspersonen, die du um Hilfe bitten kannst, wo es kein Problem ist. Wenn auch jemand seine Hilfe anbietet, wovon hängt es ab, dass ihr diese Hilfe annehmt? Was braucht es für euch? Du hast schon das Vertrauen angesprochen oder einfach allgemein die Beziehung zu dieser Person. Es gibt auch Personen, die kommen so von oben herab, die geben dir das Gefühl, du kannst nichts und ich kann es und ich helfe dir jetzt und ich mache das sowieso super und die sich ja selber in den Vordergrund stellt. Ich kann Hilfe gut annehmen, wenn die Person mir zu spielen gibt, sie will mir zeigen, wie es geht, sie will mir etwas beibringen. Also sie will mir zeigen, wie es geht, damit ich es dann auch selber machen kann und nicht, ja, also so auf der gleichen Ebene. Also für mich ist auch ausschlaggebend, was ich mit der Person schon für Erfahrungen gemacht habe. Ist es eine Person, die sich vielleicht nur wichtig machen will, oder ist es wirklich eine Person, der es im Herzen liegt, auch mir zu helfen? Und ich glaube, das ist auch immer so ein Knackpunkt. Wie habe ich die Person bisher erlebt und was glaube ich, welche Intention überhaupt hinter der Hilfe am Ende steckt? Letztendlich muss ich auch wissen, dass die Person mir hier überhaupt helfen kann. Ja, wie du gesagt hast, es gibt Personen, die sind Hochstapler. Und sagen, ja klar, helfen wir, kein Problem, machen wir. Letztendlich haben sie gar nicht die Fähigkeit, hier auszuhelfen, wollen sich aber nur darstellen, als ob sie es könnten. Also ich muss schon wissen, wenn ich ein Haus baue, dann möchte ich auch, dass die Person, die mir hilft, auch weiß, wie man ein Haus baut. Ja, mit einem Informatiker kann ich da nicht viel anfangen in dieser Perspektive. Also die Kompetenz, die vorhanden sein muss, ja, um Hilfe annehmen zu können. Ja. Ich muss auch sagen, es gibt auch Situationen, du hast gerade gefragt, wie einfach ist es, dass man Hilfe erbittet? Oder, ja. Ich habe von meinem Vater gelernt, dass es immer hilfreich ist, zu fragen. Ich habe Situationen gehabt, wo ich ganz genau weiß, mein Vater kann diese Sachen. Es ging darum, irgendwas zu schweißen, irgendein bestimmtes Material. Und ich weiß, mein Vater weiß, wie es geht. Und trotzdem redet er mit einer Person, irgendeinem Nachbar im Garten oder sowas und fragt, wie würdest du es denn machen? Und redet er mit ihm und er erzählt dann, und eigentlich, ich habe kein gutes Bild von diesem Nachbarn gehabt. Was soll der wissen? Und später habe ich meinen Vater gefragt, er hat geduldig zugehört, hat ihm alles erzählt, hat auch auf seine Art und Weise erzählt, ja, das kann ich sehr gut und das muss man so und so machen. Und später habe ich ihn gefragt, warum hast du ihn gefragt? Warum hast du um Hilfe gefragt, obwohl ich weiß, dass du es eigentlich kannst? Sagt er, ich frage immer mal nach Hilfe, weil diese Person kann vielleicht sich in dieser kleinen Sache besser auskennen wie ich. Und da kann ich einen Ratschlag annehmen. Und sich nicht in diese Sphäre zu begeben, dass ich eh alles besser weiß als die anderen. Fragen kostet nichts. Und wenn die andere Person dir hier helfen kann, profitierst du selbst. Und wenn nicht, dann hast du einfach ein Gespräch gehabt. Ich denke auch, das ist eine richtig gute Einstellung, eben Ratschläge annehmen zu können, mit der Motivation, vielleicht weiß der andere
noch mehr oder vielleicht weiß er noch anders, was ich noch nicht weiß. Ich glaube aber, dass es oftmals auch so ein gesellschaftliches Problem ist, was wir haben. Hilfe anzunehmen wird immer so ein bisschen als negativ dargestellt. Man muss immer selber alles können, aus sich heraus können. Und es ist eher eine Schwäche, wenn ich mir Hilfe hole. Mhm. Ich glaube, ja, da sollten wir uns eigentlich davon distanzieren und sagen, hey, ist doch kein Problem. Ich kann auch mal jemanden um Hilfe bitten, der, wie du gesagt hast, in dem Punkt vielleicht mir einen besseren Input geben kann oder einfach eine bessere Idee hat, wie man eine Situation bewerkstelligen kann. Man wird, also das ist so die Herausforderung, du hast das mit der Schwäche, also mir ging dann gerade auch so durch den Kopf, ja, dann wirst du so als Schwächling abgestempelt, schubladisiert. Mhm. Aber eigentlich auch das als Stärke zu sehen, Hilfe anzunehmen oder auf jemanden zuzugehen, weil das ja auch ja, Mut braucht so in dem Ganzen. Ja. Ja, wie unterscheidet man zwischen Freund und Feind? Auch für Sadie in unserem Film von Twisted Reality stellt sich genau diese Frage. Wie unterscheidet man Freund oder Feind? Ein Meteoritenhagel bedroht seine Welt. Er verirrt sich im Wald. Auch ein Bild für seine Lebenssituation, in der er gerade so drinsteckt. Und dass die Bedrohung nun näher rückt, geht es um alles. Schauen wir uns mal die nächste Episode gemeinsam an. Das geht nicht, dass du die Schule schwänzt, verstehst du? In der Schweiz sind heute Abend mehrere Einschläge von großen Meteoriten registriert worden. Angaben über... Warst du schon mal in einer Situation, aus der du alleine nicht mehr entkommen konntest? Vielleicht sogar in Lebensgefahr? Immer wieder hört man diese Geschichten. Ein Kind wird in einem brennenden Haus vom Feuer eingeschlossen. Ein Mann unter einer Lawine verschüttet. Eine Frau als Geisel genommen. Vermutlich hast du dich noch nie in einer so gefährlichen Situation befunden und bist froh darüber. Die meisten von uns lernen Gefahren ziemlich gut einzuschätzen. Wir fühlen uns sicher und meinen, das Leben unter Kontrolle zu haben. Viele Filme beginnen genau unter dieser Voraussetzung. Wir beobachten einen gewöhnlichen Tag im Leben eines ganz gewöhnlichen Menschen. Doch dann erscheint plötzlich eine Bedrohung, die das Leben dieser Person in Gefahr bringt und alles verändert.
Hallo? Hey! Dem unfreiwilligen Helden bleibt nichts anderes übrig, als sich auf den Weg zu machen und der Gefahr ins Auge zu blicken. Doch diese erweist sich als unüberwindbar. Im letzten Moment jedoch, als schon alles verloren scheint, erlangt der Held oder auch die Heldin ungeahnte Kräfte und trägt den Sieg davon. Dem Verlauf dieser Handlung folgt, mit leichten Variationen, eine Vielzahl an Filmen. Aber nicht nur Filme, auch Romane, Märchen, Mythen und Sagen. Bereits seit Tausenden von Jahren. In der wissenschaftlichen Literatur wird diese Struktur der Monomythos genannt. Es scheint, als wären all diese Geschichten wie der Schatten einer größeren Erzählung, die Menschen der ganzen Welt über alle Generationen hinweg berührt und miteinander verbindet. Die Geschichte der Erlösung, die oft als Paradebeispiel für den Monomythos genannt wird, beginnt unter so ähnlichen Voraussetzungen und weist alle wesentlichen Elemente der Erzählung auf. An ihrem Beginn steht Jesus, der aus scheinbar unbedeutenden Verhältnissen stammt. Er wird sogar aufgrund seiner Herkunft verspottet. Im Alter von etwa 30 Jahren beginnt er, sich der größten Herausforderung seines Lebens und seinem größten Feind zu stellen. Viele schier unüberwindbare Hindernisse werden ihm in den Weg gelegt und er überwindet sie. Doch in der Geschichte der Erlösung gibt es einen gravierenden Unterschied. Während im entscheidenden Augenblick jeder normale Held die Niederlage noch einmal zu wenden weiß, um den Kampf für sich zu entscheiden, lässt Jesus sich besiegen. Er wird gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Die Bibel sagt deutlich, dass er die Macht gehabt hätte, sich aus dieser Situation zu befreien. Aber er tut es nicht. Er zittert. Er hat Angst. Er verzweifelt fast an dem Bewusstsein, was auf ihn zukommt. Doch statt sich von seiner Angst überwältigen zu lassen, vertraut er sich Gott an und betet. Während sich Helden im Film auf ihre eigene Kraft verlassen, tut Jesus das nicht. Er verlässt sich alleine auf Gott und vertraut sich ihm im Augenblick der größten Not an. Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so liefert er sich aus eigenen Stücken der Brutalität seiner Feinde aus. Obwohl er niemals ein Unrecht begangen hat, wird er verspottet, geschlagen und schließlich gekreuzigt. Er widersteht der Versuchung, vom Kreuz herabzusteigen, dem Tod zu entrinnen und als Held gefeiert zu werden. Stattdessen stirbt Jesus. Er lässt sich von seinen Feinden das Leben nehmen. Doch warum tut er das? Warum gibt er freiwillig sein Leben auf? Und wie kann es sein, dass das der Wille Gottes ist? Weil es keinen anderen Weg gab, um uns zu retten.
Durch dichten Rauch kämpft sich ein Retter und riskiert sein Leben, um das Kind aus den Flammen zu befreien. Mit bloßen Händen gräbt sich ein Freund durch den Schnee und rettet den Verschütteten vor dem Erfrieren. In die erbarmungslosen Hände der Entführer begibt sich ein Befreier und gibt sein Leben im Tausch gegen das der Geisel. Jesus gibt sein eigenes Leben, damit wir leben können. Es scheint, als hätte das Böse gesiegt. Warum denkt ihr, flieht Sadi vor dem Mann in der Hütte? Er fühlt sich ertappt. Er ist im fremden Grundstück, im fremden Haus. Schnüffelt da herum. Er ist orientierungslos. Ja, und er erwartet natürlich, dass er Probleme bekommt deswegen. Mhm. Was suchst du in meinem Haus? Was willst du überhaupt? Und ich denke, der ist so aufgewühlt. Er möchte einfach noch weg. Fliehen, so schnell es geht. Mhm. Ich denke, ich würde genauso reagieren. Ja, weil man erwartet ja gar nichts anderes. Eben, wie du schon gesagt hast, man geht jetzt einfach in dieses Haus hinein, wo jemand wohnt. Man weiß es eigentlich. Man sieht, da liegen Sachen, persönliche Sachen rum. Eben, man wühlt da ein bisschen rum. Dann taucht diese Person plötzlich auf. Dann weiß man, man hat was Verbotenes getan. Dann hat man ja eigentlich zu Recht Angst. Und dann läuft er weg und dann merkt er, der Mann kommt mir sogar hinterher. Und dann hat ihn bestimmt noch mehr angetrieben, wirklich, ich muss hier weg. Dieser Mann hat bestimmt nichts Gutes mit mir im Sinne, er will mich bestrafen. Ich muss laufen. Einfach immer auf der Flucht. Welche Gedanken sind euch gekommen bei dieser Episode? Was ist euch aufgefallen? Also mir ist ein Satz so in Erinnerung geblieben, dass es keine andere Möglichkeit gab, um uns zu retten, dass Jesus sterben musste. Mhm. Das ist so, ja, einfach, sich das so vor Augen zu führen, ist einfach richtig krass, dass tatsächlich Jesus für uns sterben musste und es keine andere Möglichkeit gab, damit wir erlöst werden können. Ja, letztendlich diese Flucht, die Sadi wieder gehabt hat. Er zuerst war er orientierungslos im Wald und dann flieht er wieder, er weiß nicht vor wem. Er weiß nur, er muss weg und scheint, diese Person ist ihm überlegen, weil es im Auto hinterher geht, er ist zu Fuß unterwegs. Und so rennt er weg und immer weiter und weiter und stolpert immer wieder. Ich weiß nicht, ich denke, wir fühlen uns oft genauso auch. Wir sind im Leben, wir rennen von einer Entscheidung zur nächsten. Wir müssen die Schule abschließen, wir müssen eine Ausbildung anfangen, wir müssen Geld verdienen, wir müssen entscheiden, was wir die nächsten 40, 50 Jahre lang machen wollen. Und ich weiß selbst noch nicht, was ich jetzt in den nächsten 5 Minuten machen möchte. Ich muss mich entscheiden, welchen Lebenspartner ich haben möchte. Ich muss mich entscheiden, an was ich glaube. Und ständig wird man gehetzt von einer Entscheidung zur nächsten. Und wenn man hier planlos, orientierungslos unterwegs ist, dann rennt man verzweifelt. Man stolpert und es ist schwer. So ein Bild, das du jetzt hier auch so zeichnest oder so nimmst für unser Leben irgendwo, so eine Parallele. Ja. Ja. Und alles scheint eine Bedrohung zu sein. Ja, womöglich ist der Mann gar keine Bedrohung. Womöglich möchte er nichts Böses. Wissen wir nicht. Vielleicht möchte er was Böses. Aber alles scheint eine Bedrohung zu sein, wenn wir nicht wissen, wer zu wem gehört. Ja, mich beeindruckt besonders auch der Schluss mit dem Baum. Sadi, er würde genau auf Sadi fallen, direkt, also er würde voll drunter kommen. Und im letzten Moment kommt der Mann und eben, man merkt plötzlich, das ist ein Freund. Er meint es gut mit ihm, er will ihn auch rausholen und er schubst ihn weg. Und der Baum fällt nicht auf Sadi. Irgendwie zeigt mir das auch so als Bild für Jesus. Eigentlich müsste der Tod uns treffen, eigentlich müsste alles auf uns kommen, weil wir sind die Schuldigen. Aber Jesus hat alle Schuld auf sich genommen, schubst uns sozusagen weg und sagt, hey, ich nehme die ganze Strafe, die du verdient hast, nehme ich auf mich. Und ich leide an deiner Stelle. Und das finde ich ein extrem schönes Bild hier mit dem Baum. Du hast gerade so den Mann noch so in die Runde hineingebracht. Der Mann eben mit dem Auto, der von der Hütte her kam dann schlussendlich. Hat sich euer Eindruck bezüglich diesem Mann in dieser Episode verändert, gewandelt?
Ja, im letzten Augenblick ist diese Ahnung, ist er böse, ist er schlecht, hat sich gewandelt, weil er tatsächlich selbstlos gehandelt hat. Womöglich schien es für Sadi in diesem Augenblick trotzdem gewaltsam, weil er wurde weggeschubst, er ist trotzdem hingefallen. Aber er hat Schlimmeres abgewendet, indem er sich quasi gewaltsam erstmal ihn weggeschubst hat. Aber dann fiel es auf ihn. Ich weiß nicht, ob der Mann da lange drüber nachgedacht hat. Es war so in ihm. Mhm. Er möchte helfen. Er muss helfen. Mhm. Scheint mir gut zu sein. Mhm. Mhm. Und die erste Vermutung, schon im Auto, man sieht immer wieder dieses Kreuz da hängen im Auto. Ja. Und eigentlich ganz am Anfang, ich dachte auch, ja eben jetzt verfolgt dieser Mann Sadi, warum tut er das? Irgendwie halt schon so ein bisschen böse Absichten, die dahinter stecken könnten. Dann sieht man dieses Kreuz und denkt sich, aha, dieser Mann ist wohl ein Christ. Vielleicht hat er doch andere Absichten. Und dann, das merkt man dann auch, er rennt ihm zwar immer noch hinterher, aber schlussendlich ruft er, hey, ich will dich hier rausholen, bleib stehen. Mhm. Und dann habe ich dann gemerkt, ah, gut, er hat gute Absichten. Wie viele Filme gibt es, die in die gleiche Kerbe schlagen, wo einer sich opfert für den anderen? Mhm. Ja, wenn wir an Spider-Man denken, da gibt es diese Szene, wo er den Zug rettet und sich quasi selbst damit opfert, weil es so anstrengend ist. Es gibt einen Batman, der sagt, ich bin der Schuldige in Wirklichkeit und verfolgt mich lieber. Ein Superman. Jeder Held hat die Aufgabe oder wird im Laufe seines Abenteuers zur Aufgabe bekommen, sich zu opfern für jemand anderen. Mhm. Und das wird immer wieder aufgegriffen, diese Story, diese Line. Also das, was auch erwähnt wurde im Film, das ist so die Geschichte, die immer und immer wieder wiederholt wird. Mhm. Das fasziniert alle Menschen auf dem ganzen Planeten. Diese Story, dass jemand für einen eintritt. Das finde ich hochinteressant. Es ist ja nicht so, dass nur die Deutschen haben diese Idee gehabt oder nur die Israelis haben das. Weil in ihrem Gebiet gab es so eine Story. Nein, weltweit. Eine Geschichte, ein Muster, ja, das sich wiederholt. Es gibt einen der bekanntesten Texte aus der Bibel, ist Johannes 3,16. Ja? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich finde das ein sehr faszinierender Text. Er ist so simpel, ja, man hört ihn sehr oft, aber doch hat er eine krasse Tiefe. Ja. Welche Parallelen seht ihr zwischen diesem unbekannten Mann, den wir jetzt so kennengelernt haben, in der Episode, in Sadis Geschichte und Jesus Christus, ja, wie er in der Bibel beschrieben wird? Du hast auch schon so ein bisschen was angesprochen, angetönt, Michelle. Ja, seht ihr da so gewisse Parallelen? Ja, zwischen diesen beiden. Noch vielleicht ergänzend, ja, zu dem, was du, Michel, schon angesprochen hast. Ja, beide opfern sich im Grunde am Ende, um eine Person zu retten, die sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Also der Mann, der kennt den Sadi nicht. Mhm. Und gut, Jesus kennt uns persönlich, aber ja, für jemand anderes einzustehen beziehungsweise tatsächlich dann unter diesen Baum zu kommen und am Ende dann tot zu sein. Ja, und der Mann, der weiß, dass Sadi was Verbotenes getan hat, also der war bei ihm im Haus drin und hätte eigentlich in unseren Augen jedes Recht, anders zu reagieren. Aber er tut es nicht. Und auch Jesus, er weiß genau, was wir getan haben, aber er verurteilt uns deswegen nicht, sondern rettet uns immer noch. Letztendlich kann man sagen, Sadi erlebt das. Er hat es ganz genau gesehen, wie er unter diesem Baum stand, in dieser Fallrichtung. Er wurde gerettet. Jetzt wird er in der Zukunft vor die Entscheidung gestellt werden, erstmal zu realisieren, was passiert. Jetzt schauen wir mal in eine ungewisse Zukunft. Jetzt, dieser Mann ist womöglich gestorben unter diesem Baum. Und der Junge überlebt und kommt raus aus dem Wald. Was macht er mit seinem Leben, nachdem sich jemand für ihn geopfert hat? Das ist ja auch diesen Text, den du angesprochen hast, 1. Johannes 3,16 heißt. Johannes 3,16, ja, habe ich. Ja, wo es heißt, dass wir sind danach schuldig, für unsere Mitmenschen das Gleiche zu tun. Wenn es für uns getan wurde, ist das ein Beispiel für uns. Ja. Ja.
Wie wird er sich, wie wird sein Leben verändert dadurch? Aber da muss ich auch erstmal verstehen, dass ich schuldig bin. Hm. Ich glaube, das ist so dieser erste Schritt, ist schon richtig schwierig zu sagen, hey, ich bin eigentlich ein Sünder und ich hätte es eigentlich auch gar nicht verdient, vor Jesus zu treten. Aber da er mich unendlich liebt, egal was ich mache, darf ich vor ihn treten. Ich glaube, dieser erste Schritt, sich das einzugestehen, ist es in dem Fall ja, ziemlich wichtig. Du sprichst es an, also es braucht zuerst etwas von meiner Seite, damit ich das in Anspruch nehmen kann. Ja. Ja. Und dieser Schritt, den du gerade erwähnt hast, den finde ich extrem schwierig, weil ich wurde auch schon in der Schule gefragt, ja, dann sag mir, was Sünde ist. Hm. Wo sündige ich? Denn ich weiß es gar nicht. Und ja, was soll ich jetzt? Soll ich jetzt mit der Liste kommen? Das ist Sünde. Das finde ich auch sehr schwierig, Sünde anhand von einer Liste zu definieren. Das darf man nicht tun, das darf man nicht tun. Ja, weil irgendwie geht bei vielen Menschen manchmal auch so ein bisschen verloren, was ist gut, was ist schlecht, weil heutzutage ist alles relativ. Ja, was ist schon gut, was ist schon schlecht, irgendwie ist doch jeder eben so ein bisschen dieses, jeder hat von beiden ein bisschen was drin, aber insgesamt sind wir doch alle gut, so unter dem Strich, oder die meisten von uns. Mhm. Ja. Weil letztendlich erkennen wir ganz klar in dieser Situation, dieser Mann war gut. Ohne Wenn, aber da kann man nicht dran zweifeln. Er hat Sadi gerettet. Mhm. Und Jesus hat auch nicht gefragt, wie viel hast du am Tag gebetet, bevor er uns gerettet hat. Mhm. Er hat nicht gefragt, ja, wirst du auch dieses Geschenk annehmen? Mhm. Er hat schon getan. Mhm. Weißt du, das ist ja wie mein Bruder, seine Nieren versagen. Mhm. Und dann kommt die Frage, wer hilft denen? Und ohne zu, angenommen, es passiert sowas, ich würde gar nicht abwarten, dass er mich fragt. Also ich habe schon die Niere praktisch parat, habe schon gesagt, sie ist schon da, nimm sie an. Mhm. Es ist seine Entscheidung, sie anzunehmen oder nicht. Aber ich habe dieses Opfer schon gemacht, das ist ein großes Risiko. Mhm. Denn warum sollte ich mich opfern oder einen Teil von mir selbst oder irgendwas Schlechtes oder etwas tun, das mir schaden könnte, obwohl ich noch nicht mal weiß, dass der andere dieses Geschenk und dieses Opfer annehmen wird. Jesus war es egal. Und auch diesem Mann im Wald war es egal. Er wollte ihn retten. Cooler Vergleich. Also die OP schon auf sich genommen, obwohl man noch nicht weiß, was passiert jetzt damit. Ja? Ja. Filme stellen oft eine Gestalt dar, die die Herrschaft über die Menschen beansprucht, ihnen aber etwas Böses will. Ihre Herrschaft ist nicht gerechtfertigt, sondern nur erzwungen und angemaßt. Und die Helden des Films sind dann diejenigen, die sich gegen diese Macht auflehnen und schlussendlich dann die Menschheit retten wollen. Ein Beispiel aus dem Film X-Men Apokalypse aus dem Jahr 2016. Das ist so ein Film, ja? Der Mutant Apokalypse besitzt göttliche Macht und er ist unsterblich. In dem, ja, was er tut, ja, wie er lebt, ja, überhaupt. Er hat bereits vor einigen tausend Jahren auf der Erde gewirkt, doch er wurde verraten und schlussendlich auch getötet. Nach über 2000 Jahren kehrt er zurück, er erwacht aus seinem Grab, aus seinem Schlaf, und als er die Fernsehkanäle der Welt betrachtet, spricht er über den Zustand der Welt und er spricht auch über seine Mission. Schauen wir uns mal genau eine Episode, einen Teil aus diesem Film an. Supermächte. Die Schwachen herrschen über die Erde. Dafür wurde ich verraten. Falsche Götter. Götzen. Nie wieder. Ein neuer Morgen, der schon heute anfängt. Ich bin zurückgekehrt. Woher kommst du überhaupt? Aus einer Zeit, bevor der Mensch sich verirrt hatte. Diese Welt, sie bedarf der Reinigung. Was? Rettung. So die Kontextbeschreibung, aber auch die Szene selbst weckt ja so Assoziationen mit der Bibel. Welche fallen euch auf? Ja. Die Bibel handelt ja von Anfang an, handelt davon, dass der Mensch gefallen ist. Mhm. In den ersten Seiten heißt es, und sie haben das Gesetz von Gott, nachdem die Menschen geschaffen worden sind, übertreten.
Mhm. Auch hier, ich existierte vor einer Zeit, bevor die Menschen sich verirrt hatten. Ja? Mhm. Mhm. Ganz klare Parallele. Mhm. Und jetzt sind die Schwachen an der Macht. Mhm. Und das sind alles Götzen und Götter und das sind nicht die Wahren. Ja? Mhm. Ich muss jetzt die retten. Mhm. Der Unterschied zur Botschaft aus der Bibel ist hier, dass seine Rettung ganz anders aussieht. Mhm. Ich bin mir immer sicher, ich glaube, Vernichtung einfach, wie immer. Mhm. Irgendwo. Reinigung. Reinigung, einfach auslöschen, das reicht mir jetzt mit euch. Wenn wir die Botschaft aus der Bibel sehen, Jesus kommt und sagt, ja, ihr habt euch verirrt, und ich gebe euch eine neue Möglichkeit. Und nicht ihr müsst sterben, sondern ich sterbe für euch, damit ihr nicht sterben müsst. Mhm. Aber die Worte kann man eigentlich austauschen, nur die Perspektive ist eine andere. Mhm. Ja, und einen spannenden Aspekt finde ich auch noch, eben wenn Jesus kommt, auch er hasst die Sünde. Er mag nicht das, was auf dieser Welt passiert, aber er liebt den Sünder, also den Menschen, er liebt ihn und er will ihn retten, er will Leben schenken und er will nicht vernichten. Und trotzdem wird er sein Aus sein für die Sünde an sich. Ich finde das ein wichtiger Zugang oder Perspektive. Er mag jeden, ja, aber er mag das nicht, was wir tun, weil das eben genau uns trennt von ihm. Ja. Ja. Und das ist die Liebe eben, die hier zum Vorschein kommt, diese Trennung, die Jesus macht, während hier im Film der Mensch ist böse und deshalb muss der Mensch vernichtet werden. Mhm. Letztendlich muss der Mensch vernichtet werden, weil er Apokalypse nicht anerkennt als Meister, nicht wahr? Mhm. Da ist keine Liebe zu Menschen, sondern eine Verachtung, weil du magst mich nicht, also wirst du ausgelöscht. Mhm. Ja, warum können wir davon ausgehen, dass Gott gute Absichten hat? Hm. Also, wenn er die Menschen retten will, wie gehst du davon aus, dass Gott meint es gut? Ja, warum hätte er sonst seinen einzigen Sohn auf die Erde geschickt, um uns, dass wir erlöst werden durch seinen Tod. Also das zeigt für mich ja schon, dass Gott gute Absicht mit mir persönlich hat. Ich muss es nur annehmen. Also das ist alles. Letztendlich ist das aber eine Story, die in einem Buch steht. Wenn wir es objektiv betrachten, hat es ja keine Bewandtnis für mein Leben. Ich habe ja noch lange nicht diesen Menschen gesehen, der für mich gestorben ist. Oder Gott, wie er das gesagt hat, ich löse euch durch Jesus. Ich denke, für mich ist das wichtig, dass ich Erfahrung gemacht habe mit Gott. Denn wie erfahre ich, ob jemand gut ist oder nicht? Ich verbringe Zeit mit dieser Person und ich lerne diese Person kennen. Mhm. Und nach einer Zeit offenbart sich, sind wir uns gegenseitig sympathisch, helfen wir uns einander aus, wie stehe ich zu der Person? Und es baut sich ein Vertrauen auf. Wenn ich niemals Kontakt hätte zu Gott, dann wüsste ich auch nicht, ist er gut oder nicht. Wenn ich nur wüsste, es gibt einen Gott, heißt es noch lange nicht, dass er gut gestimmt oder dass es für mich eine gute Botschaft ist. Also der Aspekt der Beziehung, den du so reinwerfst, Beziehung, Zeit, ja, dass Vertrauen aufgebaut werden kann. Ja, aber wie baut man Vertrauen auf mit einem Wesen, das für uns nicht greifbar ist? Ja. Eben zum einen haben wir ja die Bibel als Möglichkeit. Wir lesen da dann so viele Verheißungen, im Alten Testament, die sich zum Teil dann im Neuen Testament erfüllen in Jesus und die uns irgendwie auch ein Stück Sicherheit geben, wenn schon Gott schon so viele Jahre vorher was vorausgesagt hat und das genauso eingetroffen, heißt das dann eigentlich auch, dass ich, wenn er da eine Verheißung gemacht hat, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist, dann darf ich ja eigentlich auch darauf bauen, dass das in Erfüllung geht, weil er zu seinem Wort steht, weil er es schon x Male gemacht hat. Und Gott sagt auch, prüft mich. Wir können ihn in unserem Alltag erleben, wenn wir ihn einladen, wenn wir ihn bitten, dass er sich in unserem Leben sichtbar macht. Und dann dürfen wir Erfahrungen mit ihm machen, wo er uns raushilft, wenn wir ihn lassen. Mhm. Stell dir mal vor, unsere Wetter-App, die wir auf dem Handy haben, wir rufen sie auf. Das heißt, morgen wird es regnen. Aber das Wetter draußen ist wunderschön. Und kann das sein, nicht? Morgen gucke ich nach, tatsächlich, es regnet. Okay. Das nächste Mal wieder eine widersprüchliche Information für die nächsten Tage. Es bewahrheitet sich. Ja, und wenn ich das ein paar Mal wiederholt habe, irgendwann glaube ich diesem App und sage, es morgen wird schneien. Das kann nicht sein, aber Moment, die letzten Male hat es richtig gelegen. Kann eigentlich sein, ich vertraue dem mal. Oder wenn wir auf unser Navi gucken. Ja, da vorne ist ein Stau.
wenn ich diese Vorhersage noch nie geklappt hat, noch nie funktioniert hat, dann werde ich jetzt auch nicht glauben, dass da vorne Stau ist. Ich werde trotzdem darauf zufahren. Aber mittlerweile haben wir die Erfahrung, wenn das Handy anzeigt, da ist ein Stau, da fahre ich da nicht hin. Ähnlich ist es mit Gott. Ich denke, die Prophezeiungen, die du angesprochen hast, die in der Bibel sich durchziehen, die eins zu eins geschichtlich auch nachverfolgbar sind, die können uns eine Hilfe sein, die uns bestätigt, Gott steht zu seinem Wort. Jetzt gibt es auch Verheißungen, die unser persönliches Leben betreffen. Da können wir es auch mal ausprobieren. Wo es, ja, viele, viele Verheißungen. Jetzt Maleachi kann man anschauen, wo es heißt, ich werde die Fenster des Himmels öffnen. Vertraut es mal. Ich werde euch mit Segen überschütten. Reichlich. Probiert es aus. Testet mich. Sagt er ganz genau so. Ich meine, du hast jetzt so noch so die Bibel zitiert. So, ja? Und das finde ich ja das Krasse, wo in der Beschreibung der Bibel ist unser Erlöser, nicht unser Gegenspieler. Ja? Das fasziniert mich schon. Ich möchte gerne mit euch gerade so in die Bibel eintauchen, einen Text lesen aus Römer. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5 und da den Vers 6 bis 11. Ist eine längere Passage. Raphael, würdest du den Text bitte lesen? Gerne. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben, am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns von nun an darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Danke dir, merci. Was sagt dieser Text über Jesus Christus und uns Menschen? Jesus hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Er hat nicht gewartet, bis wir von uns auskommen, sondern er hat zuerst gesagt, ich strecke dir meine Hand entgegen, sie ist da. Ich mache dir dieses Angebot, weil ich dich liebe. Ob du sie ergreifst, das ist deine Wahl. Aber egal, was du gemacht hast in deiner Vergangenheit, ich habe schon alles für dich getan, damit du wieder in Beziehung mit mir kommen kannst. Also, es zeigt wirklich einen Gott, der Beziehung mit uns will, mit uns Menschen, mit jedem Einzelnen. Also auch auf dieser persönlichen Ebene will er mit uns in Kontakt kommen. Ja, Paulus, der diesen Brief ja geschrieben hat, der hat ja recht komplex geschrieben. Also manchmal ist es nicht ganz verständlich, nicht so unsere moderne Sprache, die wir hier lesen können. Aber mir hat ein Bild hier sehr geholfen, diese Passage, diese 4, 5 Verse, die wir gerade gelesen haben, sehr schön zu veranschaulichen. Da gab es einen Mann, der hat gestohlen. Und es wurde offensichtlich, er wurde dabei erwischt und er wurde zum Richter gebracht und wurde verurteilt. Und dann fragten ihn die Leute, sagen, oh, der Richter, das ist doch ein Bekannter von dir, das ist doch dein Cousin. Ja, dann hast du Glück gehabt. Ich hoffe ja. Hoffentlich ist das Urteil gnädig. Und so kommt es dann zur Ansprache. Ja, du hast gestohlen, das ist offensichtlich. Und es kommt zur Verurteilung des Strafmaßes, weil alles offensichtlich ist. Und alle gehen davon aus, ja, das wird maximal, darf man 50 Peitschenhiebe dafür geben auf den Rücken. Aber weil er sein Bekannter ist, der wird ihm die Mindeststrafe geben. Bei 10 wird er aufhören, wird passen. Und der Richter kommt zu seinem Spruch und sagt, es werden 50 Peitschenhiebe sein, die Höchststrafe. Alle sind verwundert, sagen, was bist du für ein Cousin? Was bist du für ein Freund für diesen Menschen? Ja gut, er hat Mist gebaut, aber warum die härteste Strafe? Muss das sein? Es wäre möglich, was anderes zu machen. Und als dann die Strafe verkündigt worden ist, ist der Richter runtergekommen. Er sagt, alles klar, wir gehen jetzt zum Platz, wo man ausgepeitscht wird. Der Angeklagte muss sich ausziehen, sein Rücken wird bloßgelegt. Und in dem Augenblick, wo der erste Peitschenhieb bekommen sollte, geht der Richter hin, zieht sich aus, legt sich über den Verurteilten und nimmt die Strafe in Kauf.
Das war ein sehr starkes Bild für mich, weil ich mir gedacht habe, es gibt die Höchststrafe für uns und wir haben sie verdient. Mhm. Und Gott muss sie aussprechen, mhm, weil das ist Gerechtigkeit. Wir haben Mist gemacht. Mhm. Aber trotzdem wird er die Strafe für uns nehmen, mhm, obwohl er der Richter war. Obwohl er unser Freund ist, mhm, hat er es ausgesprochen und er nimmt die Strafe für uns auf. Mhm. Das, Raphael, was du schon auch angesprochen hast, er hat seinen Sohn gegeben. Ja, also voll, ja, 100%. Ja. Ja. Danke für dieses Bild auch. Ja. Mhm. Was ich in den Versen auch eindrucksvoll finde, ist dieses Bild, wir waren Gottes Feinde, mhm, Jesus kam, hat uns mit Gott versöhnt, mhm, und jetzt sind wir Gottes Freunde. Also es, mhm, ist für mich einfach so ein krasses Bild, mhm, das man sich mal vor Augen führen muss, dass Jesus tatsächlich uns zu Gottes Freunden gemacht hat. Mhm. Ja, und Jesus sagt auch an einer anderen Stelle, was ist ein Freund? Es ist einer, der sein Leben lässt für seine Freunde. Mhm. Also der bereit ist, alles für sie zu tun. Das ist ein wahrer Freund. Mhm. Und da offenbart er sich uns eben auch als unser Freund. Mhm. Mhm. Der bietet uns zuerst die Freundschaft an. Mhm. Dann ist die Frage natürlich auch noch im Anschluss, wie wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Wir waren Feinde, wir sind jetzt versöhnt. Was machen wir jetzt damit? Mhm. Wir können sagen, alles klar, ich bin fein raus aus der Sache, ist nun mal gut gegangen. Würde es einen Einfluss haben auf mein Leben, mhm, mhm, dass ich das erfahren habe? Ich bin mir sicher, der Verurteilte, der die Peitschenstrafe, mhm, entgangen ist, mhm, der wird nie wieder klauen, mhm, wird nie wieder stehlen, weil er weiß, was für eine Bestrafung kam, die er hätte verdienen sollen, aber die ein anderer Mensch für ihn getragen hat. Mhm. Ich würde behaupten, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so wäre, dass er sich 5-mal und 10-mal nochmal überlegen würde, bevor er nochmal in die Situation käme, ob er das wirklich nochmal tut. Mhm. Du sprichst ja den Vers 11 an, ganz am Ende, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Also was für einen Unterschied macht es in unserem Leben, wenn wir das in Anspruch nehmen? Diese Versöhnung hat es einen Output, ja? Ich glaube, genau das ist ja so das Herausfordernde. Was macht es für einen Unterschied in unserem Leben ganz persönlich, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, hat alles gegeben. Ja? Er liebt uns durch und durch. Ja? Filme vermitteln häufig das Bild eines Gegenspielers, der von Erlösung spricht, aber eigentlich die Zerstörung der Menschheit plant. Die Bibel beschreibt einen Erlöser, der sich an unserer Stelle töten ließ, um uns aus der Trennung von Gott zu befreien. Kann es passieren, dass man sich gegen Jesu Erlösung wehrt? Kann es passieren? Und wenn ja, was könnte der Grund dafür sein? Was denkt ihr? Ja, definitiv. Also ich glaube, viele ja, Menschen oder auch Christen, die glauben halt, Jesus will mir was wegnehmen. Mhm. Wenn ich mit Jesus lebe, ja, dann muss ich das in meinem Leben ändern oder das. Und dann ist es so ein bisschen wie der Mann, der in dem Film hinter mir herläuft und mich hetzt. Oder ich glaube, er hetzt mich. Aber darum geht es nicht. Jesus kommt nicht zu dir mit einer Liste und sagt, ja, jetzt mach mal, tu es mal abarbeiten jetzt. Nee, so, darum geht es nicht. Jesus wird dir auch dann das zeigen, wo er vielleicht möchte, dass du in deinem Leben änderst, aber er wird dich niemals so hetzen. Und deswegen ist auch Jesus nicht unser Gegenspieler, sondern ist da, um uns wirklich zu erlösen. Aber ich glaube, dass viele damit Probleme haben, weil sie glauben, Jesus möchte mir was wegnehmen. Mhm. Hm. Letztendlich kommt oft diese Frage, die du auch vorhin gestellt hast, wenn man sagt, glaubst du an Jesus oder glaubst du, dass Gott dir helfen möchte? Mhm. Ich brauche Gott nicht, mhm, ich bin gut. Mhm. Ich habe noch niemanden umgebracht. Ich bin kein schlechter Mensch. Mhm. Wenn man sich aber das wirklich durchdenkt, ist man nur gut, wenn man niemanden umgebracht hat? Mhm. Dann wären wir. Mhm. Wäre eine klare Regelung, natürlich. Man ist so lange gut. Aber was ist mit Betrug? Was ist mit Hintergehen? Was ist mit Stehlen? Hässig sein, ja. Also, ja? Tatsächlich muss man hier in die Feinheiten gehen. Wann, mhm, ist man gut? Mhm. Ja, und wir haben, wenn man Gutes tut, wenn man jemandem helfen möchte. Ja, und man möchte keine Hilfe annehmen, wenn man selbst dadurch dreckig aussieht. Mhm.
Ja, wenn ich sage, hilf mir hierbei, dann ist es doch ein Eingeständnis, dass ich damit selbst nicht klarkomme. Mhm. Warum sollte ich das eingestehen? Ich bin doch gut. Mhm. Ich brauche keine Hilfe von diesem Jesus. Mhm. Ich bin gut genug. Mhm. Und da rauszukommen, was hilft einem Menschen? Woher soll der Mensch wissen, dass er für ihn gestorben ist, dieser Jesus? Mhm. Es steht in einem Buch, okay, aber es gibt viele Bücher auf dieser Welt. Ich habe da auch mal ein spannendes Beispiel in einer Predigt gehört. Da irgendwie sollten wir uns vorstellen, ja, eben alle Menschen müssten sich in einer Reihe aufstellen. Und ganz rechts sind die Schlimmsten, also so die Massenmörder oder was auch immer. Und da muss man sich so der Reihe nach einstellen. Dann denkt man sich, gut, und dann kommt der Blitz und bestraft die sozusagen für ihre Taten. Dann denkt man sich, ja gut, da außen ganz rechts, da sind ja eben die ganz Schlimmen. Dann wird es nicht zu mir kommen. Und plötzlich geht aber der Blitz immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und man merkt, er kommt immer näher. Man merkt, ja, in meinem Leben gibt es auch ein paar Dinge, die vielleicht nicht immer ganz so gut gelaufen sind. Klar, ich bin nicht da drüben, ich bin nicht ganz rechts außen, aber wo zieht man die Grenze? Aber wo heißt es dann, du bist perfekt, dich muss es nicht treffen, weil du hast ja nie was getan. Dann merkt man plötzlich, doch, ich glaube, auch in meinem Leben gibt es da ein paar Dinge. Klar, ich stehe nicht ganz rechts außen und trotzdem müsste der Blitz auch mich treffen. Mhm. Also kann ich nur gerettet werden, wenn ich perfekt bin letztendlich. Das wäre die Konsequenz. Und ich denke, genau dieses Thema hat ja auch Paulus oft angesprochen. Denkt nicht, ihr müsst erst perfekt sein, dass ihr das machen könnt. Oft ist ja genau diese Einstellung, ich muss das und das lassen. Ich muss erst einen Heiligenschein über den Kopf kreisen haben, vielleicht noch einen doppelten, dreifachen. Und erst dann kann ich mir sicher sein, dass Gott mich liebt, dass er mich akzeptiert. Wir haben vor kurzem über das Vaterbild gesprochen, über Autoritätsbilder. Erst dann werde ich akzeptiert, wenn ich das und das mache. Dieser Text sagt doch was ganz anderes. Als wir schon noch Feinde waren, hat er uns schon retten wollen. Also es ist ein Konzept dieser selbstlosen Liebe, dass es nicht einfach ist für uns zu begreifen. Ja, wir sind nicht perfekt, aber Gott wird uns auch akzeptieren, selbst wenn wir nicht perfekt sind. Und das anzunehmen, das ist schwierig, diese Hilfe anzunehmen. Kann schwierig sein. Eigentlich ist es das Leichteste der Welt, zu sagen, ja, bitte. Eigentlich. Und doch eine große Herausforderung, ja. Ja, sich einzugestehen, dass man Fehler macht, dass man Fehler hat und dass man Hilfe braucht, ja. Dass man es nicht aus sich selber heraus schafft, eben perfekt zu sein, weil also wir können es vielleicht anstreben, aber wir werden nie diesen Punkt erreichen, wo wir sagen können, jetzt kann ich mich zurücklehnen, jetzt habe ich keine Fehler mehr. Diesen Punkt werden wir nie erreichen. Das können wir nicht. Das sehen wir in unserem alltäglichen Leben, in unserem Denken, eben wie schnell verurteilt man jemanden oder hat irgendwie einen schlechten Gedanken oder sagt ein böses Wort. Das passiert so schnell, bevor man richtig nachgedacht hat. Aber jetzt ganz kurz, dieser Gedanke, dass man perfekt sein muss, wenn ich so darüber nachdenke in Filmen, ist oft da. Dragon Ball, da geht es um eine Person, die immer stärker wird durch Kämpfen, durch Training. Und irgendwann erreicht sie den Rang des Super Saiyajins. Und dann werden die Haare ganz anders und die wird super stark. Das heißt, durch Training kannst du dich verbessern, du wirst immer besser und irgendwann hast du einen Status, wo du perfekt bist. Ein Spider-Man, ein Batman, ein Superman, alle haben sie irgendwann einen Status, wo sie perfekt sind. Und Normalsterbliche kommen da nicht hin. Eigentlich ist es überall so, nicht wahr? Dass man erstmal was verdienen muss, erst was erreichen muss. Und dann bist du dort und dann kann dir niemand was. Du bist unbesiegbar. Unsere Realität sieht anders aus, oder? Es fängt ja schon in ganz klein an in unserer Gesellschaft. In der Schule, ich muss was erreichen, dann habe ich ein gutes Abitur oder einen guten Abschluss. Dann geht es weiter, Ausbildung, Studium. Ich muss immer alles reinsetzen, was geht. Nur dann werde ich auch einen positiven Ertrag für mich rausholen. Und ich glaube aber, dass im Glauben das vollkommen ist zum Scheitern verurteilt. Wenn ich mir jetzt sage, hey, ich will das und das ändern, aus mir heraus, das wird nicht funktionieren. Ich meine, das kann man sich ja gut eigentlich darstellen, wenn man sich selber mal überlegt hat, hey, ich möchte das und das in meinem Leben ändern, einen Charakterzug ablegen, der schon sein ganzes Leben vielleicht belastet hat, weil er einfach nicht ein guter Charakterzug ist. Wer schafft es denn, aus eigener Anstrengung das abzulegen? Ich glaube, das ist ganz schwer und deswegen haben wir auch Gott, der uns dabei hilft. Das können wir nur aus Gott heraus. Ja, bitte. Das ist eine richtig coole Botschaft in dieser leistungsorientierten Welt, in der wir leben. Eben
Überall muss man leisten, aber es gibt einen Ort, wo wir nicht leisten müssen, weil wir nicht leisten können. Es gibt einen, der alles für uns gemacht hat, der uns alles schenkt. Es ist alles gratis, aber es ist nicht billig. Und das ist richtig schön. Aber deswegen ist es auch schwer, das anzunehmen, weil überall sehe ich Leistungsgesellschaft und Perfektionismus. Und dann ist einfach nur der Glaube da, den ich annehmen muss. Ich glaube, den meisten Menschen ist das total schwer, weil es so simpel ist. Loslassen und vertrauen. Sich einfach fallen lassen und wissen, dass einem nichts Schlimmes passieren wird. Wo ist das heute noch möglich? Wie viele Menschen hast du in deinem Leben, denen du bedingungslos vertrauen kannst? Es gibt auf jeden Fall einen, bei dem du das kannst. Ihm kannst du bedingungslos vertrauen. Jesus. Bis zum nächsten Mal bei Twisted Reality. Hallo, Servus und hoi zusammen. Welche Gedanken aus der Sendung beschäftigen dich? Was hat dich berührt? Hast du Fragen? Willst du tiefer eintauchen? Weiterentdecken, warum die Bibel keine Twisted Reality ist? Dann melde dich an zu unserem Fernkurs. Begleitet wirst du von einem Coach, der dir deine Fragen beantwortet, dich begleitet, dir zuhört, mit dir zusammen betet. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir.